Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. In der letzten Folge, ja, haben wir wieder Banditen besiegt, was halt zu häufig im Spiel vorkommt, und Vampir, was zu häufig im Spiel vorkommt, und zig Trolle und natürlich mal wieder die Kultisten von Mirak, was viel zu häufig vorkommt in diesem Game, weil gefühlt. Wem gehört der Schrein da oben? Moment mal. Miau. Bin mal gespannt, wie das Reiten in Elder Scrolls 6 ist. Die Bella? Nein? Wird das sein? Es ist ein Schrein von Sibella. Was ist das? Das ist doch nicht deren Ernst. Wir hatten doch schon gekämpft. Ups, falscher Schrein. Ich dachte ja noch, Das wahre Drachen. Wird alle richten. Junge, diese Kultisten. Können wir nicht ein paar Dremora kriegen für ein paar Dremora? Sind wir schon wieder voll. Ihr wisst doch noch, dass ich diese blöden Sachen immer mitnehme. Ehrlich, wir dürfen zukünftig keine Kultisten noch mehr mitnehmen. Das gibt's doch nicht. Weil wir hatten doch erst vor gefühlt 10 Minuten welche. Oder 15. In der letzten Folge. Dann bitte mehr Dremora, dann krieg ich jetzt ein paar Detra-Herzen. Damit kann ich jetzt was anfangen. Kann ich bessere Pfeile schmieden. Aber wo aber Drachenknochen Pfeile schmieden könnte. Prinzipiell könnt ihr auch über die geilen Tränke mit den, mit Dreamer, also, sag mal, die drei Herzen brauen. Und wenn ich meine Covid-Voll verzauberte, oder Covid-OP, Detra-Rüstung machen. Einfach nur, um sie zu haben. Aus keiner Ahnung braucht man ja sowas. Wenn man Drachenknochenritter haben kann. Ich will auch, ich brauche eine Stahl hier. Brauche ich noch. Ich brauche noch eine, hallo? Was ist deine Mission? Warte. Ach stimmt, wir haben ja gar keinen Platz im Inventar. Lydia, wir müssen ein Gasthaus suchen oder ein Fass, sagen wir mal ein Fass. Kommst du mit, Lydia? Du hast geschworen, meine Last zu tragen. Was gähnst du, Lydia? Bist du müde? Wir haben noch erst gepennt. Im Winterfeste. Was hat das Kind denn bitte die ganze Zeit? Wo rennt es mit diesen Poppeln? Ja, okay, die Kettenrüstung wiegt halt schon sehr viel. Dann steht da 15.000. Was braucht ihr? Alles aus dem Fach, bitte, Lydia. Sonst noch etwas? Danke, Lydia. Nee, es wär's. Achtung.
dann gehen wir jetzt mal. Haben wir eigentlich die Quest für Mortal schon abgeschlossen? Beim Jarl? Um Tane vom Mortal zu werden? Kultister wünschen Morgenröte! Hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Das ist egal. Madena ist eine gute Frau, aber ich habe meine Gründe, dieses Museum zu eröffnen. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich habe eine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Kaiserreich gestürzt hat. Ihre geschichtliche Bedeutung darf nicht in Vergessenheit geraten. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen. Reden wir drinnen weiter. Wir wissen, was die mythische Morgenröte ist. Wir haben die schon zerlegt. Sprecht mich an, wenn ihr über die Aufgabe reden wollt, die ich erwähnt habe. Die hier drinnen und draußen. Dieses verbrannte Papier ist. Ah ja. Die Kommentare zum Mysterium Xarxes wurden vom Anführer der mythischen Morgenröte, Mankar Kamoran, geschrieben. Er versprach, dass seine Anhänger nach dem Tod ein Paradies und eine Wiedergeburt an Merune. Argons Seite erwarten würde. Oh, das Ding will ich haben. Habt ihr Fragen zum Museum oder würdet ihr lieber über Geschäftliches reden? Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Mindestens zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten, Jorgen, weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Unsere Handwerksmeister, hier ist... Jetzt brauchen wir nur noch die Teile der Schneide und... Seht nur. Und hier... Jetzt fehlt nur noch das Heft. Aufregend, oder? Viel Glück bei der Suche nach den Teilen. In welches Haus müssen wir? Das Boot. Nee, Salz der Leere. Ach, der wurde Mortal. Nee. Ach, nee. Moin. Globale Lieferung für. Was du mit den. Wenn euch das Segeln erst einmal gepackt ich hat, nehme nicht lässt gerne es euch nicht mehr los. Jeder denkt, ich wäre zu jung, um. Das ist die erste gute Nachricht, seit ich vor einem Jahr die Segel gesetzt habe. Hier ist euer Anteil. Ey, der gibt uns dafür mehr als der Geldkrank da drüben. Dann ab nach Mortal. Bitte BZB erstmal ab zum Jarl. Wo ist das Langhaus des Jarls? Das ist da oben. Irgendwo. Komm, Lydia. Gucken, ob der Jarl irgendeine Quest für uns hat, wenn wir schon mal hier sind. So viel zum Thema. Ich will mich erstmal um die Hauptquest kümmern. Alter, was hat das? Geht es denn nur am Rennen? What the heck? Alter, irgendwann schlagen die Einhorn nochmal. Hä?
seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemanden wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Viel Glück. Kraft meines Amtes als Jahn benenne ich euch hiermit zum Tane von Pala. Glückwunsch. Ich gewähre euch einen Huskal sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeit. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Nein, wir sind absolut ungeschützt und haben kaum Bögen oder Pfeile. Die Gebäude bestehen allesamt aus Holz und Stroh. Ich habe den Wachen befohlen, im Fall eines Feuers Eimerketten zum Hafen zu bilden, aber mehr können wir nicht tun. Das Kaiserreich hat sich zu weit ausgebreitet. Diese Rebellion in Himmelsrand ist nur ein Problem. Aber so sollte ein... Wir werden in Dämmerstern für Frieden und Ordnung sorgen. Passt auf euch auf. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Moin, du bist Hofzauberer? Ich bin hier, um den Bewohnern von Dämmerstern mit meiner Magie zu helfen. Ihr solltet wissen, Legard. Legard. Und ich werde euch im Auge behalten. Oh. Was ihr nicht sagt. Wir werden sehen, ob das stimmt, wenn die Sturmmäntel zur Tat kommen. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, also die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Vorsichtig. Ja. Wie in den alten Zeiten, was, Horik? Wir beide in einem Krieg um ein gottverlassenes Stück Land. Das weckt Erinnerungen. Haben wir irgendwas? Wo ist denn das? Sorgt dafür, dass die Wache aufmerksam bleibt. Ich will sicher gehen, dass keine Stadtbewohner verletzt werden, wenn es Ärger gibt. Ja, Legard. An uns kommt niemand vorbei. Bei Schurz. Ich hoffe, dass... Die müssen wir alle haben. Dann. Oh. Wo ist denn der blöde Dings? Behaltet eure Hände bei euch, wenn der Legard in der Nähe ist. Wo ist der Vogt? Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich... Viel wärmer. Oder... Seht das... Nee. Hä? Da wurde ein Haus. Okay, doch, das zählt zu Dämmerstern. Das heißt, wir haben in Mortal noch kein Haus. Viel wärmer und fröhlicher zumute. Ja, dann müssen wir mal nach... Mortal. Okay, wir werden es dann erstmal haben. Ich will über Mortal. Oder über Dämmerstern. Ach, Lydia. Was braucht ihr? Stell dich mal mit dahin. Verstanden. Und warte, will dich mit, bis du erlaubst, das mit wegzugehen. Nein, warte nicht. Ich werde nur ein Sandle machen. Oh, dieses Pferd. Das Einhorn. Einhorn, bitte geh mal hier rüber, du nervst. Ich werde nur ein Sandle machen. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, bis ihr gefallen habt, bewertet und vergesst den Kanal zu abonnieren, verpasst nicht, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.